Hey Leute, oft ist es so, dass man ein Spiel früher mal sehr gern gespielt hat, das zu seiner besten Glanzzeit auch noch Kultstatus hatte. Jahre später gräbt man es dann wieder aus und merkt, dass es nicht nur sehr mittelmäßig ist, sondern auch von der zeitgenössischen Kritik eigentlich ziemlich verrissen wird. Und eines dieser Spiele schauen wir uns jetzt an. Space Crusade ist eine Adaption des gleichnamigen Brettspiels, welches in Deutschland allerdings unter dem Namen Star Quest veröffentlicht wurde, um die Ähnlichkeit zum Brettspiel Hero Quest zu betonen, welches wiederum nicht mit Quest for Glory zu verwechseln ist, welches ursprünglich Hero Quest hieß, aber auch nicht mit Space Quest verwechselt werden sollte, welches wiederum ein weiteres Sierra-Spiel ist. Alles klar? Das Brettspiel basiert vor allem auf dem Warhammer 40k-Universum. Deswegen sage ich jetzt vorab, dass ich weder mit Warhammer 40k noch mit Star Quest Erfahrung habe und das Spiel deshalb rein als Spiel beurteilen kann. Im Spiel steuert man eine Elite-Truppe, die auf wechselnden Raumstationen wechselnde Ziele erreichen muss. Meist gilt es, feindliche Aliens auszulöschen, dabei Material oder Personen sicherzustellen oder alternativ einen bestimmten Elite-Alien-Krieger zu eliminieren, meist ein sogenannter Dreadnought, der vor allem für seine lustigen Grafik-Glitches bekannt ist. So gesehen ist es auch ein Vorgänger des 93 erschienenen Titels Space Hulk, der 96 mit Vengeance of the Blood Angels eine Fortsetzung auf der PlayStation erhielt und 2013 vom Indie-Entwickler Full Control Studios neu aufgelegt wurde. Doch lassen wir uns nun vom ausführlichen Intro in das Spiel einführen. Okay, das war jetzt echt etwas heftig. Welche Laus ist dem denn über die Leber gelaufen? Doch wo andere Leute nur ein paar Sekunden Trash sehen, sehe ich ungeahntes Potenzial. Oder wie wär's hiermit? Okay, lassen wir das. Gespielt wird im... Ach, scheiß drauf, einen hab ich noch. Mann, tut mir leid. Es geht jetzt weiter. Gespielt wird im rundenbasierten Strategiemodus. Nacheinander steuert man seine Einheiten. In jedem Spielzug hat jede Einheit die Möglichkeit, sich zu bewegen und einen Angriff zu steuern. Außerdem kann man pro Spielzug immer einmal einen Bling absetzen, welcher im näheren Umkreis Hindernisse und Gegner auf der Karte aufdeckt. Wurde ein Gegner entdeckt, setzt er sich nach Beendigung der Spielrunde in Bewegung und greift allmählich an. Es nutzt also nichts, wenn man nur stumpf vorprescht. Vielmehr sollte man sich immer eine gute Stellung aufbauen und die Gegner nach und nach anlocken. Kommt es zum Kampf, erkennt man den Pen-and-Paper-Background des Spiels. Angriffe werden gewürfelt und haben einen Wert von 0, was ein Patzer ist, bis hin zu 33, was ein übermächtiger Angriff ist. Je nach Art der Waffe ist es auch möglich, mehrere in Reihe stehende Gegner zu erledigen. Das alles wird immer in einer schönen ISO-Perspektive gezeigt, die ansonsten aber eher nutzlos ist, auf alten Systemen auch stark Performance gefressen hat. Auch gibt es die Möglichkeit, Granaten zu zünden. Was das bewirken soll, habe ich allerdings noch nicht verstanden. Anfangs wählt man seinen Trupp aus drei möglichen Fraktionen. Sie unterscheiden sich sowohl in der Wahl der Waffen, aber auch in einigen Specials. Die eine Fraktion kann Konterangriffe starten oder Angriffe abwehren, andere Fraktionen können Angriffswürfe korrigieren und so weiter. Ich selbst habe meistens die Imperial Fist gewählt. Das Kampfsystem ist für mich gleichzeitig auch eins der größten Ärgernisse, da es das Spiel zum Teil furchtbar zäh macht und in die Länge zieht, zumal man irgendwie zu 50% eh nur eine Null wirft. So gingen schon komplette Spielzüge im offenen Kampf vorbei, ohne dass irgendwas passiert ist. Und ja, die Kämpfe sind so langsam und langweilig, wie es hier aussieht. Und auf dem Höhepunkt wirft man dann immer wieder die tausendste Null. Meine Reaktion dazu ist dann immer... Nichtsdestotrotz, eine gewisse Komplexität der Spielmechanik ist gegeben. Sie macht das Spiel einerseits zu einer Herausforderung, fördert aber auch Frust. Da es ansonsten an Abwechslung eher mangelt, kommt es schnell zur Ernüchterung und das Spiel stellt sich als langweilig, zäh und irgendwie auch nervig heraus. Erschienen ist Space Crusade für die einschlägigen Systeme seiner Zeit: Amiga, Amstrad CPC, ZX Spectrum und MS-DOS. Natürlich ist die Amiga-Version mal wieder die, die in Sachen Grafik, Sound und Musik am weitesten ausgereift ist. Hier zum Beispiel das ziemlich gute Amiga-Title-Theme.
Da kann das MIDI-Gedudel der DOS-Version kaum mithalten. Es nervt eher. Komischerweise war die PC-Speaker-Variante wieder sehr viel näher am Amiga-Original dran. Allerdings dudelt dieses Lied dann permanent durch und nervt auch schon nach spätestens 5 Minuten. Da das Spiel sonst aber auch keinen Sound hat, empfiehlt es sich, den Ton irgendwann einfach abzuschalten. Die Grafik ist mittlerer Standard, hier in der Amiga-Version erkennt man dann doch etwas mehr Raffinesse, zumal auch der ISO-Modus flüssiger läuft und besser aussieht als im DOS-Pendant. Gerade aber im Menü und mit Ausnahme der wenigen Artworks erkennt man schnell, dass man sich etwas wenig Mühe gegeben hat. Kann aber auch daran liegen, dass zur damaligen Zeit doch noch auf den Speicherplatz geachtet wurde und das Spiel immerhin unter 1 Megabyte groß ist. Mein Fazit? Bei Erscheinen im Jahr 1992 war es strategisch schon eine ziemliche Leistung. Was damals aber noch eine Herausforderung war, ist heute eher ein künstlich in die Länge gezogenes, zähes Spiel, das unter seinem hohen Schwierigkeitsgrad und Frustpotenzial leidet. Richtig Spaß macht mir Space Crusade heutzutage nicht mehr. Vielleicht hätte es gut getan, nicht einfach nur das Brettspiel zu adaptieren, sondern stattdessen ein eigenständiges Spiel auf Grundlage des Brettspiels zu machen, das eher Tempo und Geist einer Kampfsimulation einfängt. Dazu kommt, dass die Adaption für MS-DOS mal wieder etwas lieblos wirkt. Im Grunde bleibt es für mich ein Spiel, das früher vielleicht mal Standards gesetzt hat, aus heutiger Sicht aber leider kaum noch Wiederspielwert besitzt. Und wer könnte das Video besser beenden als unser aller Bundesmutti? Es folgt die Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin.